Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei Bioshock 2. Hier kam die Al-Olle gerade noch um die Ecke. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Wir sind hier im Pauper's Drop in der letzten Folge gelandet und müssen hier irgendwie wegkommen. Dafür müssen wir aber mit der Bezirksstaatsanwältin, wollte ich gerade sagen, mit der Bezirkschefin ein kleines Wörtchen wechseln, damit uns der Bahnhof freigemacht wird. Und das ist alles viel zu kompliziert, als dass ich das jetzt alles nochmal wiederholen würde. Guckt euch einfach die letzte Folge an. Hallo! Na? Ja? Nee, ich sehe das nicht. Mach doch deinen Scheiß. Oh. Aua. Gerade eine Kugel zu wenig drin gehabt. Naja, gut. Passiert. Nicht weiter schlimm. Ich hab doch gar nichts getan. Das Kind ist glücklich bei mir. Ihr Saftsäcke. Mann. So. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Ja, da kann ich vielleicht das parallel anhören. Das war's. Es ist zu Ende. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen, habe mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Au. Aber dann bittet er mich, meine eigenen Cash-Reserven den Banken zu überlassen, damit Rapture ein bisschen Luft zum Atmen bekommt. Und jetzt will Austin Bett. Toll. Gib den Code, den du gefunden hast, auf dem Zahlenfeld vor der Klinik ein. So solltest du aufs. Ich hab keinen Code gefunden. Nur mal so, ich hab keinen Code gefunden. Betritt die Klinik mit dem Code 0. Wir haben gar keinen Code gefunden. Wie kommt der jetzt darauf? War mir hier vielleicht zu nah dran? Sollte man den Code da drin finden? Da ist die Kamera drin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was haben die erwartet? Die lagern hier in der Klinik genug Drogen, um ein Rhinoceros hochzuspleißen. Natürlich rennen ihnen die armen Teufel vom Pauper's Drop die Tür ein. Mein Job ist es, mir einen neuen Code auszudenken, damit die nicht reinkommen. Und zwar ungefähr jeden zweiten Tag mittlerweile. Naja, ich werde im Fishbowl Diner drüber nachdenken. Jo, mach das. Im Fishbowl deine. Da hat uns ein weiteres unserer Kinder geraubt. Es will es uns wegnehmen, wie damals Eleanor. Zeigt diesem Ding, was dem Dämon blüht, wenn er unseren Garten betritt. Ich will überhaupt niemand irgendwem was wegnehmen. Ich will doch nur ein bisschen Adam. So, ich hoffe, er ist schon runtergekommen. Einmal. Du wirst ein Scheiß. Du bist gleich wehrlos, sag ich doch. Lade nach. Oh. Weil ich es kann. Au. Von wo? Von da oben. Ich sag doch, ich krieg das nie hin. Du Olle. Immer erwischt mich einer oder so. Komm her, hm? So. So. Haben wir noch irgendwas? Au, Antipersonen, sehr praktisch. Sonst sowas? Ein Stein. Auch nicht schlecht. Nicht meine erste Wahl. Na gut, Freunde. Dann gehen wir mal da rein. Ich weiß nicht, woher wir den Code kennen, aber warum nicht? Ja, wohl angeblich aus dem Fishbowl Diner. Da waren wir ja drin. Da haben wir die Schrotflinte her. Aber ob wir da den... Haben wir da vielleicht irgendwo den Code an der Wand gesehen? Und ich habe es einfach nur nicht richtig mitbekommen. Ah ja, alles gut. Nette Überraschung. So. So kleines. So, bitteschön. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Oh nein. So. Geht? Warte, ich helfe dir. Tja, tja, ja, Sir. Na, na komm, das kriegen wir hin. Und, ja, Sir. Bitteschön. Das Deutsche Rote Kreuz. Auch nicht schlecht. Ich wusste auch nicht, dass die Rapture unterwegs sind. Ottfried Fischer und das Deutsche Rote Kreuz. Oh Gott. Flupp. Das. Haha. Dann holen wir uns hier noch was. So. Wulschrot. Da hinten hin. Ich weiß nicht, was wir zuerst machen sollten. Oh, das hier sieht gut aus. Das gefällt mir. Schrot und Nieten. Okay, Nieten sind auch voll. Juti, dann machen wir das Ding mal auf. Was haben wir denn hier? Ladestreifen. Auf 6. Oder zufällig ein Elektroschock. Ja. Ja komm, ich nehme erstmal den erhöhten Schaden. Oh. Auto-Heckpfeil, sehr praktisch. Hallo. Bin ich das? Du hast die Hosen an. Deine Hosen sind aber zerrissen, Kumpel. Auch wenn du sie vielleicht anhast, sind sie zerrissen. Das ist nicht praktisch. Ein weiterer Tag. Ohne Klienten. Atlas und Ryan gehen wie die Wilden aufeinander los und mein Geschäft bricht zusammen. Dabei war es so einfach. Man fotografiert den Ehemann einer aufgespleisten Dame beim Seitensprung und schon rollt der Rubel. Jetzt ist so wenig los, dass ich meine Kamera in Kingporn Lighthouse versetzen musste. Da denkt man schon, ob man sich nicht mal selbst hochspleist. Aber dazu bräuchte ich ja Geld. Oh, hallo. Nett, euch zu treffen. Also, mit dem Schrot. Hey! Nicht wieder aufstehen. Du warst schon eine Leiche. Naja, zumindest sahst du wie eine aus. Sollte wahrscheinlich gerade geopfert werden und ich habe da gestört. Eleanor, Mami muss eine Weile fort. Und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Oh. Geh nicht weg. Aber, Eleanor, wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Ja, ob das jetzt so das ist, was man haben will, die Welt, die Lamp bereitet hat, ich wage es ehrlich gesagt zu bezweifeln. Lebst du noch? Ich glaube, das ist ein Nein. Das hier ist die andere Richtung, ne? Nee, das hier ist was komplett anderes. Gut. Wo kommt das Feuer her? Also jetzt ehrlich, wo kommt das Feuer her? Dr. Lamb? Sophia? Ich kam hier runter, um zu singen und eine Familie zu gründen. Aber ich passe einfach nicht zu diesen Leuten hier. Sehen Sie sich an. Sie passen hierher. Grace, in Ryan's Rapture bin ich die Paria. Sie und ich, wir teilen unpopuläre Ideen, aber ich frage mich, wie ernst ist es Ihnen damit? Wenn Sie mehr erfahren möchten, tragen Sie beim nächsten Treffen diesen Schmetterlingsanstecker am Revers. Falls nicht, kein Problem. Dann sprechen wir nie wieder davon. Bin nur ich, sorry. Ich gehe ja schon. Hallo. Die Forschungskamera. Du hast die Forschungskamera erhalten. Drücke die linke Maustaste, während du dich auf einen Gegner konzentrierst, um deine Forschungssitzung zu beginnen. Dieses Ding ist ein wahres Technicolor-Wunderwerk, mein Junge. Es funktioniert wie eine Filmkamera.
Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS. Wir üben das mal kurz, ja? So, Thuggish Splicer, erhöhter Schaden plus 1. Und wir wissen, anfällig gegen Antipersonen. Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Und schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Leadhead haben wir auch. Haben wir noch eine? Ja, ist alles gut, hm? So. Und das hier können wir im Gegensatz zum ersten Teil glücklicherweise auch hier nachgucken. Hier sehen wir Thuggish Splicer, gerade so auf Level 1. Leadhead Splicer schon ein bisschen weiter. Hier kriegt man langsamere Sicherheitsreaktionen, sparsamer Hacker-Tonikum, größeres Portemonnaie, Dieb. Also es lohnt sich. Es lohnt sich alle Male. Sehr sogar. Gut, dann geht es für uns weiter. Ach, ich roll immer in die falsche Richtung aus irgendwelchen Gründen. Ich schau mal hier. Da dürfen wir dann eigentlich nicht weiterkommen. Das müsste eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, die blockierte Tür hier sein. Genau. Da standen wir von der anderen Seite schon davor. Richtig, richtig. Gut, da muss ich ganz kurz mal raustappen. Ich habe nämlich mal schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Alles klar. Gut, dann bin ich jetzt informiert. Um 2 nach oben sind die 20 Minuten um. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Ah, das war doof. Das war doof. Der Big Daddy hat nämlich keine Little Sister. Also schön, dass wir den Big Daddy so ein bisschen anschauen können, so ein bisschen filmen können. Vor allem müssen wir dafür nicht mehr hingucken, das ist das Praktische. Ja, aber das ist dann eher passiv jetzt. So. B. So. Niete und Aspirin. Hm, lecker. Endlich ein bisschen Aspirin. So, was man auch machen kann übrigens, sind solche Sachen wie das hier. Ja. Funktioniert auch ohne Probleme. Wo haben wir das Ding? Da ist das Ding drin. So. Ach, das geht auch nur auf Sicherheit. Schade, dann hätte ich den hacken sollen. Ich dachte, das ist jeder sein eigenes. Wieso verstecken? Ich stehe doch hier. Ja, und was hier... Oh, da war gerade, glaube ich, unsere Freundin Big Sister. Jo, genau. Oh, Big Daddy hat ein kleines Schätzchen geholt. Das trifft sich äußerst gut. Leider, ja. Film kann ich dich zwar nicht mehr, aber ich kann mir das Ding ausrüsten und kann mir das Ding ausrüsten. Und, nein, das hier und das hier und kann aufs Beste hoffen. So, Ende. Haha. So, nehme ich noch mit. Komm her, hm? Mach dir nichts draus. Ist ein doofer Papa gewesen. Lass uns hier lieber ein bisschen Adam sammeln.
Das ist immer noch mein Zuhause. Raus! Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab mal wieder nichts gemacht und... Ach, schon wieder in die falsche Richtung. Warte, ich muss mal nachladen. Warte, Kind. Nein. Hey. Warte, ich muss nachladen. So. So, komm runter. Komm runter, du alle Schrunze. Warte, ich hab keine Muni mehr. Warte nach. Wartet. Ich mach euch zu Filmstars. Wen ich noch einig würde sagen. Denk dran, Junge. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht an Gracie ran. Ich weiß. Das heißt, wir sitzen hier fest. Ich weiß. Nimm einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Ich bin vielleicht gerade beschäftigt. Ich sammle gerade Adam, was du mir im letzten Bereich noch die ganze Zeit gesagt hast. Sammel Adam, sammel Adam, sammel Adam. Und jetzt ist das auf einmal nicht mehr richtig. Ist das ein Arsch? So. Hack ich da jetzt das Ding vor lauter Frust? So. Dann kann ich zwar nichts anfangen, aber hey. Was ist denn jetzt mit dir? Hm? Sind wir fertig? Die sind aber auch nervig. Ich wollte nur hier rein. Ein bisschen gucken. Guck mal, hier gibt es doch so viele schöne Sachen. Hier gibt es Toten. Ganz viel Allheilmittel. Oh. Und ein Hintereingang. Zu. Was haben wir hier? Normalen 50ern, aber zu einer Geschichte. Die manipulatorischen Fähigkeiten dieser Lämm sind schon fast unheimlich. Sie hält den Reifen hin und diese armen Teufel überschlagen sich fast, um durchzusprengen. Sie benutzen die Mädchen von der Oberfläche und von Lämms Anhängern eine Substanz zu sammeln. Mehr als Blut. Irgendwas im Blut. Und die geben sich hin, als wäre es eine Ehre zu sterben. Sie täten mir fast leid, wenn sie nicht meine Tochter verschleppt hätten. Cindy, du wirst da nicht mitmachen. So oder so nicht. Okay. Ich glaube, wir sind da. Guck mal, da ist einer. Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Ja, machen wir. Davor brauche ich aber die Telekinese, bitte. Dann brauche ich die 4 auf Antiperson. Dann brauche ich die 6 auf Kamera. Und, gewonnen. Ich glaube, der Typ brennt. Sieh einer an, Junge. Du bist ja ein... richtiger Profifilmer. Und mir scheint, du hast dir von dem Riesenbaby einen neuen Trick abgeguckt. Geh jetzt wieder zum Sinclair Deluxe und bahn dir einen Weg durch den Schutt. Ja. Drücke umschalten, während du die linke Maustaste gedrückt hältst, um einen Bohrersprung auszuführen. Das ist noch ein Big Daddy. Den können wir zwar filmen, aber bringt du das nicht wirklich was? Sind wir mal ehrlich. Hey Kumpel, na? Da ist es nicht. Aber wir sollten sicherheitshalber die Hunde aus den Fingern. Ja? Oh, warte. Bitte schön. So. Mannskasten braucht man nicht. Hallo. Feuersturm.
Nee. So oft setze ich Gegner nicht in Brand. Lieber Elektrizität. Hi, na? Tschüss. Du musst in Deckung? Gut, dann geh in Deckung. Bitteschön. So, wir brauchen neuen Schrot. So viel haben wir nicht mehr davon. Gut, dann schauen wir doch mal. Da waren wir schon drin, auf jeden Fall. Hier war das Ding, was wir abgeräumt haben. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob sie nicht noch irgendwas Interessantes geben könnte. Hi! Naja, den Typen gibt es ja anscheinend. Yeah! Größeres Portemonnaie. Spitzenmäßig. Oh, Auto-Hack-Pfeil. Bin ich schon voll. Ungünstig, aber hey. Hier haben wir auch noch was. Düt, düt. Und düt. Hacken geht hier auf jeden Fall in dem Teil wesentlich schneller, wie ihr selbst seht. Sehr praktisch, die ganze Angelegenheit. Ja, da ist ein bisschen Adam. Wollte ich das nicht noch anhören hier? Wie gerne würde ich dieses Material veröffentlichen. Das würde Geld bringen. Sinclair sagt, Ryan geht gegen Sophia Lamb vor und ich soll dabei mitmischen. Sie bauen das auf, dass Lamb insgeheim eine Kommunistin ist. So eine Art Undercover-Agentin. Ich mache mich an diesen Wales ran. Der arbeitet für die Lamb. Ich tue so, als wollte ich beitreten. Dann werden wir ja sehen, ob er sich seinen Bart wegen Jesus stehen lässt oder wegen Karl Marx. Gute Frage. Oh, fuck. Sorry. Das andere? Ich habe Gerüchte gehört. Es ist kaum zu glauben, aber anscheinend hält irgendwer namens Wales unten in der Siren Alley Gottesdienste ab. Alle Religionen und Glaubensbekenntnisse sind willkommen, heißt es. Sie machen große Versprechungen. Erlösung. Unsterblichkeit. Und einen Weg hier raus. Es ist mir egal, wie verrückt das klingt. Ein Ausweg aus Rapture ist Musik in meinen Ohren. Nächsten Sonntagmorgen werde ich da sein. Kameras kann leichter ausgewichen werden. Praktisch. Warte. Nachladen. Muss wieder nachladen. Und im Moment den. Und dann dich. Und dann kommen da die letzten beiden Kugeln rein. Und du kommst mit. Flop. Fertig. Ein bisschen healen. So. Dann hol dir eine neue Strategie. Bin ich denn dafür verantwortlich, dir eine neue Strategie zuzulegen? Bleib doch mal stehen. Idiot. So. Gut. Hätten wir das schon mal erledigt? Habe ich da gerade eine Little Sister gehört? Weil eigentlich ist das ja nicht möglich. Ha! Ich weiß nicht. Könnte auch nur nochmal das Preiser gewesen sein. So, wir gehen jetzt jedenfalls als letztes für diese Folge noch einmal hier rein. So. Kritisieren. Ja. Nö, danke. Du dich schnell, aber dein Herz wird schwächer. Ich kann dich am Leben erhalten, aber dazu musst du mich finden. Ja, Kind, ich weiß doch. Ich bin doch dabei. Ein alter Mann ist nun mal kein D-Zug und das hier ist sehr romantisch. Oh, ich habe keine Muni mehr. Entschuldigung, ich hatte keine Muni mehr. Ich musste dich jetzt durchbohren. So, dann nehmen wir die und die. Was? Was? Einmal rumgequietscht. Bin ich nicht besoffen? Oh, ich bin nicht besoffen. Überraschend. Hallo. Oh, hallo. Das gefällt mir. Ich meine, wir haben zwar keine Munition mehr dafür. Gefallen tut mir trotzdem. So, was haben wir hier?
Das war's. Wir müssen das Limbo schließen. In dem Nobelschuppen in Uptown geht eine Bombe hoch. Und schon kriegen alle die Panik und heben ihr Geld von der Bank ab. Eine ganze Stadt zerrt an derselben Dollarnote. Die Banken gehen pleite. Und vielleicht einer von 10 hat sein Geld noch gekriegt. Wer hört mir noch zu, wenn ich rumposaune, wie blank alle sind? Stanley ist mir keine Hilfe. Wie soll ich für die kleine Eleanor sorgen? Schrot. Na, dann können wir so ein bisschen mehr Schrot mitnehmen. So. Gut Schrot dabei. Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden, einen grundneuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta. Hast du es verdient, ihr das zu nehmen? So, auf jeden Fall habe ich es verdient, die kleine Little Sister hier zu retten. So. Und dann verabschiede ich mich ganz schnell von euch, weil in der nächsten Folge wird Big Sister uns gleich angreifen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!